Alles klar. Frau Schneider, es gibt eine Petition gegen Sie. Es dreht sich um eine Rundschau-Sendung am Abend nach den ersten Bauerndemos am 22. Oktober auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr beschäftigt Sie das heute noch? Null. Klare Antwort, vielen Dank. Ich versuche es mal zu erklären. Sie demonstrieren jetzt seit 22. Oktober immer wieder, aber man kann natürlich nicht jede Einzeldemo jedes Mal in einer Nachrichtensendung bringen, weil, Punkt 1, es gibt ja nichts Neues. Sie demonstrieren jedes Mal wieder gegen die Düngeverordnung. Und irgendwann sagt man, es gibt ja auch andere Themen, die man in einer Nachrichtensendung, die ja Viertelstunde oder halbe Stunde lang ist, die man da bringen muss. Unser Ziel ist natürlich, den Verbraucher mitzunehmen, den Verbraucher klarzumachen. Wir machen gerne Umweltauflagen, können auch gerne von der Blumenwiese bis zum CO2-Speicher alles leisten, nur nicht zu diesen Preisen. Ich sage jetzt mal, wir von den Medien, wir können natürlich das auch im Sinne der Landwirte immer weitergeben und an den Verbraucher appellieren. Das tun wir auch zum Teil, aber man muss sagen, der Verbraucher ist ein Schnäppchenjäger, der wird sich nicht ändern. Das heißt, wenn die Gesellschaft fordert, ja, es muss sich zum Beispiel in der Tierhaltung was ändern. Fakt ist dann, also der Staat muss Rahmenbedingungen setzen und ich kann nicht ewig diese Leier machen, sind jetzt die Bauern die Bösen oder sind die Verbraucher die Bösen und die Medien auch noch dazu. Da kann man endlos diskutieren und erreicht absolut nichts. Ich will nur einen Satz sagen zu der Sendung Unser Land. Also ich höre ja immer wieder den Vorwurf, das ist keine Sendung mehr für die Landwirte. Und dann, jawohl, und da muss ich ganz klar und deutlich sagen, selbstverständlich ist es keine Sendung für die Landwirte. Ja, Leute sollen mir für dieses Geld, das 100% der Zuschauer zahlen müssen, eine Sendung für 2% der Bevölkerung machen, die sie dann gar nicht einig sind. Ja, nein, wir haben einen klaren Programmauftrag. Wir berichten für 100% der Verbraucher, da gehören sie auch dazu. Wir versuchen Landwirtschaft in Deutschland, vor allem in Bayern, neutral darzustellen, alle Facetten, ohne von NGOs irgendwie gesponsert worden zu sein. Jeder von Ihnen steht in der Früh auf und versucht, seine Arbeit ordentlich zu machen. Und ich versichere Ihnen, auch Journalisten stehen in der Früh auf und versuchen, ihre Arbeit ordentlich zu machen. Es gibt bei Ihnen schwarze Schafe, es gibt bei uns auch schwarze Schafe. Und ich muss aber sagen, ich zähle mich nicht dazu, weil wenn ich jetzt sagen darf, naja, ich versuche eigentlich die Bauern jeden Tag eine Nein zum Drucker und ich bin links grün und denen Zorg ist, dann darf er mich jetzt nicht darauf stellen, sondern dann war ich halt der Hornblim.